Mann, jetzt musst du auch noch einen schlechten Witz raushauen. Komm, hau noch einen schlechten Witz raus. Ist doch scheißegal, wer unsere Videos anguckt. Die können alle unsere Videos. Die sind hier nicht rassistisch. Und jetzt können auch Engländer unsere Videos angucken. Ja, das bringt denen aber nichts. Das ist doch genau mir Jack in die Hose. Ah, jetzt kommt noch ein Pole. Alter, hat der eine Stimme, dieser Insane. Ist das verstellt? Insane Öptis? Ja, der hat richtig die behinderte Stimme. Der spielt das auch schon jahrelang. Ja, echt? Den kennt jeder. Also, ich kenn nicht. Team, na, heute alle kein TS. Doch, bist du noch da? Der kann doch herkommen. Nee, kann er nicht. Wer? Der Bruce. Wieso kann der nicht? Ist er gekickt? Achso, der ist oben. Ja. Ist er da? Kann er nicht reinziehen. Toll, jetzt bin ich... Alter, das ist doch jetzt echt nur mit sich werfen, eine Bouncing Betty. In dem Moment, wo ich sie werf, explodiert neben mir eine EMP und die Bouncing Betty explodiert in meiner Hand. Alter, Alter, der hat so einen Lack, der Typ. Doch echt ein Witz, oder? Ein Witz ist, kommt ein Pferd, zwei Lilliputaner in die Bar und dann fragt der Barkeeper, was wollt ihr trinken? Und die zwei sagen, zwei Kreuzen. Dann sagt der Barkeeper, ja, ich sehe, was wollt ihr trinken? Lustig. Und da kommt ein Pferd in den Bar und sagt der Barkeeper, warum machst du so ein langes Gesicht? Schlechte fallen dir nicht ein, oder? Ja, schon wieder mit deiner fucking Barrett, diese Hurenzone. Der nervt so hart, dieser Elme. Hurenzone, Alter, der kriegt mich die ganze Zeit. Elme, das ist ein Outfit, du Lappen. Ja, diese fuck Elme-Scheiße. Elme ist einfach scheiße. Ja, soll ich noch ein paar Witze erzählen? Witze über Elme erzählen, Alter. Bei Elme trägt man heute keine Helme. Ach du Scheiße, sie mir heute wieder schlecht drauf. Ja, noch schlechter wie ein gutes. Ja, ist ganz von Elme von hinten abgeschossen, so richtig mies in den Hinterfuß und er ist gestorben. Ja, eigentlich, ne, war es nicht. Einfach von hinten ins Fußgelenk geschossen und er ist gestorben. Mann, jetzt musst du auch noch einen schlechten Witz raushauen. Komm, hau noch einen schlechten Witz raus. Oh, dieser Witz. Du sollst jetzt keinen schlechten Witz googeln, das sollst jetzt irgendeinen raushauen, wie du kennst. Ich kenn keinen. Das ist so, ja. Und wenn, dann kennst du gute Witze, dann hau einen guten Witz raus. Okay, guten Witz. Yes! Und diesen anderen Mr. Ready endlich weggeholfen mit seiner scheiß Killstreak. Ready down. Alles, was ich dazu sage. Ach du Scheiße, ich lauf da voll in die Armee rein, ne? Schon wieder der Barrage-Typ. Doch, den hab ich gekillt. Ich hab jetzt auch meine Waffe raus. Kaufen wir aber erstmal die Baron, Alter. Muss rein jetzt. Ach so, ist ja auch die Baron jetzt, die hab ich gleich Araxium. Ja, weil Ding. Ich kann ja die Ding nicht benutzen. Die Ding, ja, genau. Alter. Die Moller, die werde ich als nächstes. Also die Molle, haut dein Maul nicht weg, ey. Na doch, ja, aber der muss halt richtig krass in den Nahkampf. Das war jetzt kein Witz, das war läppig. Ja, das hab ich doch. Scheiße. Nein, der war nicht mal lustig. Ich will jetzt nicht von dir hören. Deine Mutter ist scheiße. Nicht. Oh, dann. Gott. die ringen mir nicht mal. Die ringen mir nicht mal müdes Gähnen ab, Alter. Schon wieder dieser Yellow Bus. Warum steht der immer neben mir und gibt mir dieser scheiß Kommissar ins Gesicht? Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Wo ist der Junge? Sollte man visieren mit Baron oder nicht? Ja. Also im absoluten Nahkampf, nein, ansonsten ja. Alter. Boah, jetzt krieg ich von unten. Yes, ich hab Aloy's Story endlich erschossen. Der Wichser hat's verdient. Der Witz hat's echt verdient. Schau mal, das ist so einer von den Leuten, da freust du dich einfach, wenn du ihn headshottest. Und da drüben ist MacReady. Und der hat's auch so verdient, wenn du den einfach mit Headshot hast. Bitch.
Welchen? Oh, Alter, ich hasse Junge. Es, wenn mein Handy blinkt und ich kann nicht rangehen. Da könnte ich ausrasten. Warum? Weil ich aufnehme. Ich kann nicht dauernd Pause machen. Oh. Dann schneide. Ja, genau, weil ich hier dann noch mir so da schneide, du. Ja. Da wird nichts geschnitten. Jetzt gucke ich einfach mal drauf und schreibe hier zurück. Ihr ungeschnitten und in echter Größe. Ja, eben. Bullshit so und hier entsteht. Oh, Mann, Meter. Wenn wir mal Profis sind, dann durchaus schneiden, aber so kann man jeden Scheiß raushauen. Klar, ich glaube, du warst kein Profi, wenn du nicht schneidest. Das ist so ein Zwiespalt. Nein, du kannst doch auch... Da ist deine Hurensohn! Boah! Yeah! Wo seiten ihr schon wieder? Wichser, Alter, scheiß Hate. Also Futur, ich bin inzwischen positiv. Nicht nur Ausgleich, ich bin positiv. Ich bin auch positiv, ich hab 18-14. Ja, ich hab eine 9-8. Also, das ist ein bisschen... Ja, ich spiel auch noch nicht so lange wie du. Wie lang spielst du, Spielzeit? 15 Minuten. Na gut, 34, 39. Gut, ich hab mehr Kills in der Zeit wie du dann wahrscheinlich. Ja, was I can. Schnauze, Cartman! Sorry, Cartman sagt grad gar nichts. Naja, Juden haben kein Rhythmusgefühl. Schnauze, Cartman! Token, hol deinen Bass aus dem Keller. Ich hab gar keinen Bass im Keller. Token, du bist schwarz. Du hast einen Bass. Wow! Kennt ihr die Fuck Folge? Fuck you, Back Ready! Fuck you! Hallo, kennt ihr die Folge? Nein, ich rede nicht mit dir. Warum? McReady hat mich getötet. Ach so. Alter, was wissen du mit dir? Willst du mich hier verarschen? McReady ist ein richtiger A-Hole-Player. Nein, hier ist ein Spion, der mir C4 an den Wagen klebt. McReady. Du wirst sterben. McReady. Du wirst sterben. Den Jungen jage ich jetzt, ist mir egal. Der stirbt. Oh, Alter, die schreiben schon wieder. Ich will doch jetzt einfach spielen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ja, Mr. Ready Down. Das hat man einmal im Panzer und dann flankieren sie uns in dem Moment, wo ich einen Panzer hab mal. Boah, die Frau ist so strunzedumm. Da kannst du echt zwei draus machen. Hoppala. Nein, nicht schon wieder. Warum beschießen die mich immer alle? Ich mach doch gar nichts. Ich treff doch nicht mal irgendwas. Warum beschießen die mich dann immer? Wenn ihr richtig absoluten Bullshit sehen wollt, dann guckt ihr euch sonntags Tele 5 an. Da kommen solche absoluten Bullshit-Filme wie Sharknado. Yes! Ich hab McReady und sein Kumpane mit Bouncy Fannies getötet. Die Wichser. Vor allem, das ist so ein Drecksfilm. Den glaubt ihr mir nicht. Ein Tornado voller Haie. Ich habe keinen größeren Trash-Film gesehen, außer unsere Videos. Sie ist noch größerer Trash, aber sonst... Nein, jetzt wurde ich weggesniped. Ha, aber wieder der gute Killstreak und McReady zweimal weggeholt in einem Leben. Oh yes. Der Junge wurde poliert. Ich werde jetzt auch gerade poliert. Ich nicht. Nein! Ich poliere. Weißt doch schon wieder, McReady, mein Freund. Wollt ihr jetzt einen Witz wissen? Hast du jetzt recht gegoogelt? Nein, habe ich nicht. Halt die Schnauze. Wirklich Spallerschmerz. Ja. Ja, komm, ich bin dabei raus. Zu sterben die ganze Zeit. Also. Ja, komm, hau raus, okay. Ich warte. Oh nein, ich wurde überfahren. Sven Schnauze, Michael schaut einen Witz ja, raus. Ja, der wird aber eh nicht lustig. Ja und? Meine war ja auch nicht witzig. Doch, der war saugut. Okay. Ein Türke trifft einen Juden. Sagt die Juden zum Türken. Immer wenn ich ein dummes Gesicht sehe, muss ich lachen. Und auf der Türke, die Juden, wie rassierst du dich dann?